Hey, was geht ab, Ignaz hier? Und in diesem Video werde ich dir zeigen, wie du Affiliate-Links erstellen kannst. Dafür werde ich dir einige Partnerprogramme vorstellen, auf denen du deine Affiliate-Links erstellen kannst, werde dir zeigen, wie du sie genau erstellst, wo du sie überall platzieren kannst und wie du sie am besten vermarktest, und ich werde dir drei Beispiele mit Rechnungen zeigen, damit du erkennst, wie profitabel das Ganze sein kann, insofern man es richtig macht. Fangen wir erstmal mit dem Partnerprogramm an. Denn Affiliate-Marketing ist nichts anderes, als dass du die Produkte von deinen Partnern bewirbst, um dadurch Provision zu erhalten. Ein solches Partnerprogramm wäre das Amazon Partnernet. Dafür gibst du einfach ein partnernet.amazon.de, kommst auf diese Seite und kannst dich dort ganz einfach, schnell und kostenlos registrieren. Das zweite Partnerprogramm wäre Digistore24, also einfach digistore24.com. Dort kannst du dich als Affiliate eintragen lassen, um Produkte von Produktherstellern zu vermarkten und dadurch Provision zu erhalten. Oder falls du irgendwann eigene Online-Produkte haben solltest, dann kannst du dort dich auch als Produkthersteller registrieren und deine Produkte über Digistore24 verkaufen. Und das dritte Partnerprogramm, das ich empfehle, wäre Clickbank. Clickbank.com bzw. /.de. Über diese drei Portale kannst du nach der Registrierung Affiliate-Links erstellen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir jetzt anhand von Amazon und anhand von Digistore24. Sobald du dich beim Amazon Partnernet registriert hast, wird dein Amazon-Account plötzlich diese Leiste hier vorweisen. Diese Leiste wird dir dabei helfen, ganz einfach und ganz schnell die Affiliate-Links zu erstellen, die du brauchst. Wenn du, sagen wir mal, eine zum Beispiel Tastatur bewerben möchtest, gibst du eine Tastatur, suchst die Tastatur aus, die du bewerben möchtest, nehmen wir mal hier die allererste. Und hier siehst du da oben in der Leiste, du kannst den Link als reinen Textlink erstellen, um ihn zum Beispiel in YouTube-Videos, Kommentaren oder Blogartikeln zu verlinken. Du kannst aber auch nur das Bild verlinken lassen oder den Anzeigetext plus Bild. Ich für meinen Fall entscheide mich am liebsten immer für den reinen Text. Den kannst du entweder so wie er ist einfach kopieren und den entweder zum Beispiel in deine YouTube-Videos packen, auf deine Website packen, oder in E-Mails packen, falls du E-Mail-Marketing betreibst. Zum Beispiel mit dem kostenlosen Programm Mailchimp. Das gleiche gilt für Digistore24. Nach deiner Registrierung wird dein Dashboard so aussehen. Du wirst im Reiter Schreibtisch deine Einnahmen und Klicks vorfinden. Und im Reiter Marktplatz wirst du die ganzen Produkte vorfinden können, die du vermarkten kannst. Um dir zu zeigen, wie man hier einen Affiliate-Link erstellt, gehe ich zum Beispiel auf den Reiter Essen und Trinken. Hier entscheide ich mich für den Zweck dieses Videos, Beispiel halber einfach mal für Vegabo, das erste lebendige Online-Kochbuch. Wenn ich auf Jetzt promoten klicke, dann wird mir sofort mein persönlicher Affiliate-Link gegeben. Ich klicke auf Schließen und kann, indem ich das hier kopiere, den Link überall dort einfügen, wo ich es für richtig halte. Da solch ein Link leider ein bisschen unschön aussieht, meiner Meinung nach, kannst du zum Beispiel Bitly benutzen, um ihn zu kürzen. Melde dich einfach völlig kostenlos auf bitly.com an, klicke danach auf Create, füge deinen Link dort ein. Wenn du willst, kannst du dort noch einen Titel eingeben. Kochbuch. Und deinen Link individualisieren. Zum Beispiel Online Kochbuch. Wenn du jetzt auf Save klickst, dann siehst du, dass der Link schon benutzt wird. Also machen wir einfach mal daraus 2018. Und schon kannst du den Link benutzen. Klickst hier auf Copy. Und wenn du es oben im Browser eingibst, dann erscheint genau das Produkt, das wir bewerben wollen. Auf diese Art und Weise kannst du auch immer schön feststellen, wie viele Leute wann, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit auf deinen Link geklickt haben. Hier in meinem Fall sieht man, dass einmal draufgeklickt wurde, weil ich gerade einmal den Link benutzt habe. Du kannst dir dann auch mit der Zeit schön erkennen, von welchen Ländern aus der Link aktiviert worden ist und von welchen Quellen aus der Link aktiviert worden ist. Ein weiterer Weg, neue Partnerprogramme zu finden, die nicht auf Digistore24, Amazon oder Clickbank erhältlich sind, und ein cooler Weg, nach weiteren Partnerprogrammen zu suchen, ist es, wenn du die Webseiten bestimmter Leute etwas genauer unter die Lupe nimmst. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Google eingebe Anthony Robbins, ein Bestseller-Autor, NLP-Trainer und Coach im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf seine Website gehe, dann könnte ich hier schauen, ob er ein Affiliate-Programm anbietet. Ich könnte zum Beispiel hier oben gucken auf More und halte nach Wörtern wie Affiliate oder Partner Ausschau. Hier ist es nirgendwo dabei. Wenn es oben nicht irgendwo dabei ist, dann scrolle ich ganz nach unten und siehe da Affiliates. Wenn ich auf Affiliates klicke,
Da wird mir hier schön erklärt, worum es sich dabei genau handelt und wie ich dem Ganzen beitreten kann. Und diese Art der Suche kann man auf vielen, vielen verschiedenen Webseiten durchführen. Im Weiteren würde ich dir gerne zeigen, wie effektiv Affiliate-Marketing sein kann. Dafür habe ich mir jetzt einfach mal YouTube ausgesucht, Videokamera 2018 eingegeben. Das ist ungefähr das dritte oder vierte Video, das ich gefunden habe. Das war, glaube ich, das fünfte Video, das ich gefunden habe. Und im ersten Video werden eine Menge Videokameras vorgestellt. Im zweiten Video wird nur diese eine einzige Kamera vorgestellt. Und ich zeige dir jetzt einfach mal eine Beispielrechnung, damit du verstehst, wie viel Geld man mit Affiliate-Marketing verdienen kann. Man sieht also, das Video hat 249.000 Aufrufe. Das heißt, ich hole mal meinen süßen Rechner raus. Wo ist er? Bam. Gebe ein. 249.060 Aufrufe. Und jetzt ist es so, dass durchschnittlich 3% von diesen 249.060 Aufrufern auf eine dieser Links geklickt haben. Und nur wie du hier sehen kannst, sind das alles Affiliate-Links. Das bedeutet, ich kann rechnen, um die 3% herauszufinden, rechne ich mal 0,03. Das heißt, 7.471 Leute haben auf mindestens eine dieser Links draufgeklickt, nachdem sie das Video angeschaut haben oder bereits nach der Hälfte des Videos. Jetzt ist es so, dass die 3% wirklich nur einen Durchschnitt widerspiegeln. Wollen wir mal fair sein und sagen wir mal, von den 249.060 Aufrufen hätten nur 1% draufgeklickt. Das sind immer noch 2.490 Leute. Und von den 2.490 Leuten, die draufgeklickt haben, werden durchschnittlich 10% auch einen Kauf getätigt haben. Das bedeutet, wir rechnen mal 0,10 für die 10%, um herauszufinden, wie viel 10% von den 2.490 sind. Und siehe da, 249 Leute haben einen Kauf getätigt. Im Durchschnitt. Könnten mehr sein, wovon ich stark ausgehe, könnten weniger sein. Rechnen wir mal nur mit den 249 Leuten. Gehen wir mal hier auf die allererste Kamera. Die Kamera kostet mal eben süße 2000 Euro. Gut, die Kamera nehmen wir vielleicht nicht unbedingt als Beispiel. Gucken. Nehmen wir mal ein faires Beispiel. Machen wir mal ein paar mehr von den Kameras hier auf. Gut, das ist nicht Amazon, das ist auch nicht Amazon. Die kostet 3000. Die kostet 1000. Nehmen wir mal die hier für 834 Euro. Nun ist es so, dass bei deiner Amazon-Partner-Anmeldung du auf Werbekosten-Erstattungstabelle klicken kannst, was dich hierher führen wird. Und wenn wir mal bei Kameras schauen, dann wirst du sehen, dass du 3% Werbekostenerstattung zurückbekommen wirst. Sprich, von den 834,90 Euro, wo ist mein Rechner? Das hier merke ich mir mal. 83490. Also von den 834,90 Euro für diese eine Kamera bekommst du 3% Verkaufsprovision. Das wären dann wieder mal 0,03. Das wären 25 Euro. Wenn ich diese 25 Euro pro Verkauf mal der Leute, die höchstwahrscheinlich nach dem Anschauen des Videos sich diese Kamera gekauft haben, was 249 Leute sind, nehmen wir die Kommastellen mal mit, 0,06, auch wenn 0,06 nicht unbedingt eine Person ist, aber wenn wir dann auf gleich klicken, dann sehen wir, dass das 6.238,20 Euro sind. 6.238,20 Euro für ein einziges Video. Für ein einziges Video. Aber jetzt sagst du vielleicht, gut, dieser Benjamin Jarowski mit seinen 360.000 Abonnenten, der Kerl ist ein professioneller Fotograf. Wie sieht das aus mit Leuten, die nicht unbedingt professionelle Fotografen sind? Nehmen wir mal das Beispiel von diesem Oscar hier mit seinen 443.000 Abonnenten. Sein Video hat, 170.000 Aufrufe. Holen wir nochmal den Rechner raus, kein Problem, zapp. 170.000 65 Aufrufe, mal was, mal 0,03, um die 3% der Leute herauszufinden, die höchstwahrscheinlich hier auf den Amazon-Link geklickt haben, beziehungsweise auf den Affiliate-Link zu dieser Kamera, nachdem sie das Video von Oscar über diese Kamera gesehen haben, das sind 5.101 Personen. Und wie gesagt, 3% sind nur ein Durchschnitt. Rechnen wir also mal viel freundlicher, viel humaner
einfach nur mit 1%. 1% der Leute, die sich das angeguckt haben, haben auf den Link geklickt. Das sind immer noch 1700 Leute. Von diesen 1700 Leuten haben sich im Durchschnitt auch 10% der Leute daraufhin die Kamera gekauft. Also rechne ich mal 0,10. Das sind 170 Leute. Und wenn wir uns jetzt mal die Kamera anschauen, dann sehen wir, dass sie 539 Euro kostet. Das bedeutet 539 Euro mal 0,03, um die 3% Verkaufsprovision herauszubekommen, sind das 16,17 Euro pro Verkauf. Bedeutet, wir können rechnen, 16,17 Euro mal 170 Verkäufe sind das mal eben 2784,90 Euro. Für was? Für ein einziges Video. Und ich rechne hier wirklich noch mega freundlich mit 1% Click-Through-Rate. Also 1% der Leute, die sich das Video angeschaut haben, haben auch auf den Link geklickt. Das bedeutet, er hat mit diesem Video mindestens 2784,90 Euro verdient. Oder, was sogar noch viel realistischer wäre, ist, wenn ich nochmal die Aufrufe nehme, mal 0,03, um die 3% herauszufinden, 5101 Person, und dann die Conversion Rate von 10% herausfinde, sprich mal 0,10, dann sehe ich, dass es auf einmal 510 Leute sind, die das gekauft haben. Wenn ich das dann mal die 16,17 Euro rechne, die man an Provision bekommt, wenn man die Kamera verkauft, dann sind wir bei 8.249 Euro. Das bedeutet, der gute Oscar hier, der glaube ich sogar gerade mal, ich glaube 17 ist oder so. Das bedeutet, der gute Oscar, der hier gerade mal 16 Jahre alt ist. Ein Vlogger mit 16 Jahren verdient durch nur ein einziges Video, wo war das Video? Durch alleine dieses Video 2.748,90 Euro bis hin zu 8.249 Euro an Einnahmen. Durch ein einziges Video und durch die Macht von Affiliate Marketing. Wenn du Affiliate Marketing jetzt genauso geil findest wie ich, dann hinterlass mir doch ein Like und ein Abo, denn in meinen nächsten Videos wird es ebenso um Affiliate Marketing gehen, es wird um passives Einkommen gehen, um Geld und das Mindset dahinter an sich, sowie noch Videos zu zwei anderen Lebensbereichen. Und falls du interessiert daran bist, innerhalb von nur ein paar Tagen die Affiliate-Marketing-Grundkenntnisse zu verstehen und anwenden zu können, dann check doch den Link unten in der Beschreibung ab, um einen Affiliate-Marketing-Online-Kurs zu entdecken, den ich dir nur wärmstens empfehlen kann. Das war's, hier geht's jetzt zu meinen nächsten Videos. Ich hoffe, du hinterlässt mir ein Abo, damit wir uns bald wiedersehen. Ich wünsche dir noch viel Spaß und viel Erfolg beim Affiliate-Marketing.